Děkujeme srdečně, Hanna Tonzarová. Vielen herzlichen Dank. Hanna Tonzarova hat eigentlich den Bogen geschlossen über die Bildung der Diakonie und die Gerechtigkeit bis hin zur Praxis und zu den Restitutionen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder einfach mit Wortmeldungen zur Diskussion beizutragen. Der Kollege meint, wir sollten mehrere Fragen sammeln. Eine kritische Bemerkung hätte ich. Das Problem in den 90er Jahren, ich habe es zwar aktiv noch nicht miterlebt, aber wie man darüber berichtet hat, denke ich, das Problem bestand darin, dass es eine kritische Theorie gibt, die emanzipatorisch sein soll und die, die ist abgerückt von den Erfahrungen der Leute. Und Sie sagten, oder Sie verwendeten das Bild, dass man Experten aus dem Westen entsandt hat, um uns Dinge beizubringen, die wir noch nicht tun konnten. Sie meinten damit, dass wir auf der Ebene von Kindern aus Kindergärten waren. Aber ich denke, das ist eine Unterschätzung. Ich denke, was uns nicht gelungen ist und was auch in den Institutionen nicht gelungen ist, ist die Realität mit der Theorie zu verbinden. Und das Paradoxe ist, dass das, was entstanden ist als kritische und emanzipatorische Theorie, das wirkt befremdlich. Vielleicht haben Sie verstanden, was ich gemeint habe. Ich denke, wir haben uns nicht verstanden. Ich wollte damit nicht sagen, dass wir auf einem niedrigen Niveau wären, aber ich habe das Beispiel verwendet, um die Themen zu verdeutlichen. Man hat über gewisse Themen hier gar nicht gesprochen. Erst Ende der 90er Jahre sind diese Themen erst bekannt geworden und existent geworden, nicht, dass wir ein niedrigeres Niveau hätten. Falls es keine weiteren Bemerkungen gibt, dann ich möchte etwas provokant sein. Ich denke, wir hatten wirklich das Niveau von Kleinkindern damals in den 90er Jahren. Das war eine Katastrophe. Und ich unterhalte mich bis heute mit Freunden darüber, auch mit Freunden aus dem Dissent. Also die Unkenntnis des globalen Milieus war katastrophal. Wir hatten keinen Zugang zu Informationen. Ich meine nicht, dass es heute viel besser ist, aber ich hatte damals mit schlechtem Deutsch zwar, aber habe wesentlich versucht, das westliche Fernsehen zu verfolgen und habe daraus gelernt, dass die Welt nicht einfach ist, dass es globale Probleme gibt, Postkolonialismus und so weiter. Aber hier der postkoloniale Diskurs zum Beispiel, das ist etwas, was man erst seit 2 Jahren hier diskutiert. Aber neokolonialer Diskurs war tabu die ganzen 90er Jahre. Und ich kann, aber werde nicht die bedeutenden Christen nennen, die heute auf unserer Seite der Barrikade stehen, aber dies verleugnet haben. Sie haben vielmehr die Globalisierung hervorgehoben als ein unentbehrliches Element und so weiter und so fort.
Ich denke also, dass es das eine ist, die Leute auszubilden und Wege zur partizipatorischen Bildung zu finden, aber das erfordert auch eine gewisse Offenheit von der anderen Seite. Und diese Offenheit gab es nicht. Man wusste alles besser gegenüber dem Westen, aber auch gegenüber dem Süden. Und wir haben ihnen vorgeworfen, dass sie uns nicht verstehen, wie sehr wir gelitten haben in der Vergangenheit dabei. Meinten viele damals und auch heute auch, dass das alte Regime gar nicht so schlecht war. Also das muss man reflektieren und diskutieren. Bisher ich denke, ich weiß, wovon ich spreche, aber sowas wie zum Beispiel Misha Pullman macht, sowas sollten auch wir unternehmen, im Bereich der Sozialarbeit und den Ost-West-Beziehungen. Im Jahre 92 bin ich von der Schule nach Hause gefahren in der Straßenbahn und dort unterhielten sich zwei junge Deutsche und der Junge sagte zum Mädchen, Ich dachte immer, die Amerikaner seien die Klügsten auf der Welt, aber das war ein Fehler, denn die Tschechen sind die Klügsten auf der Welt. Also in den 90er Jahren habe ich noch studiert. Und ich würde mich auch gerne äußern. Ich habe den ersten Teil leider nicht verfolgen können, dieser Veranstaltung, aber ich bin sehr dankbar dafür, wie das Institut für ökumenische Studien und andere Institute diese Diskussionen fördern und ich hoffe, dass es auch weiter Früchte tragen werden oder tragen wird. Das ist ein Wunsch meinerseits und eine Aufforderung zugleich. Es gibt noch eine Frage. Dobrý podvečer. Schönen Nachmittag. Ich heiße Peter Brunner. Ich arbeite für eine Diakonie. Mich würde interessieren, inwieweit unterscheidet sich die kirchliche Sozialarbeit von der klassischen Non-Profit-Arbeit? Ich verstehe schon, dass die diakonische Arbeit mit kleinem D sich unterscheiden kann, denn sie ist unabhängig von der staatlichen Finanzierung zum Beispiel. Aber wir sind zum großen Teil oder in großen Teilen vom Staat finanziert. Dann gibt es auch die Caritas. Und worin besteht Ihre Spezifität? Wenn ich zum Beispiel die Arbeit der Diakonie und der Organisation Człowiek w Tisni vergleiche oder mit der Arbeit in einem Flüchtlingslager, worin besteht die Spezifität oder worin könnte sie sein? Und gibt es überhaupt eine Spezifität? Und zweite Frage, welche Rolle kann die Evangelisierung in dieser Spezifität spielen? Ich finde, dass die Diakonisierung bei uns ein Tabu darstellt. Es ist etwas, was wir nicht überbrücken können. Und ich verstehe, dass die Evangelisierung nicht missbraucht werden kann, wenn sich der Hilfeempfänger in einer benachteiligten Position befindet. Aber dann gibt es zum Beispiel Arbeit mit Drogensüchtigen, also mit Süchtigen. Und wenn wir dem Patienten dann eine gewisse Zeit geben, um sich zu adaptieren. Und dann sagen wir ihm, statt Alkohol zu konsumieren, solltest du Sport treiben. Dann ist es eigentlich zu wenig. Vielleicht sollten wir da auch mehr an geistlicher Arbeit tun. Und dann noch ein letzter Beitrag, der letzte vor der Pause.
Ich habe den Eindruck, dass man sich hier unnötig verheddert in einem Teufelskreis. Und zwar nur deshalb, weil wir nicht in der Lage sind, ein klares Ziel des wirklichen Wohlstandes zu definieren oder aufzustellen. Was ist Wohlstand? Mit meiner Frau haben wir Deutschland besucht, kurz nach der Wende. Und dort hat man dieses Problem diskutiert. Und die Herren Professoren hatten unter anderem gesagt, naja, es ist schwierig, sobald sich der Wohlstand vermehrt, geht der Glaube verloren. Und ich sagte ihnen, ja, aber weshalb locken Sie uns in diese Welt, um die letzten Spuren des Glaubens zu verlieren? Also ich wiederhole nochmals, wir sollten den Begriff Wohlstand neu bewerten, denn ansonsten werden wir in weitere und weitere Probleme hineingeraten und wir werden feststellen, dass es keine humane und befreiende Lösung darstellt, die man von echten Christen erwartet. Vielen Dank für diesen Beitrag. Für mich habe ich folgende Schlussfolgerung gemacht. Das Problem der Welt von heute ist nicht Armut, sondern Reichtum oder schlechtes Verteilen des Reichtums. Eine Reaktion auf die Fragen? Zu der ersten Anregung, wie ist der Unterschied zwischen der kirchlichen Sozialarbeit und zwischen der Arbeit der gemeinnützigen Organisationen? Meiner Meinung nach ist der Grund dieser Unterschied, aus welchen Stimuli sie diese Arbeit leisten. Die Wohltätigkeit hat im christlichen Sinne des Wortes noch etwas anderes wohl gegenüber den anderen zu tun, weil es wird die Beziehung zwischen Mensch und Gott lebendig gelebt. Und was den Wohlstand anbelangt, aus der Sicht des Christen ist das beste Wohlergehen das Zusammensein mit dem Gott. Inwieweit dies aber in dieser Welt zum Ausdruck kommt, der Gott hat doch, Jesus hat uns ganz eindeutig gesagt, sie können dem Gott und dem Eigentum nicht dienen. Ich glaube, die Kirchen, und das haben ja die letzten Monate klar gezeigt, dass die Kirchen ein Umfeld haben für ihre Aktivitäten. Wenn Sie eine NGO haben, eine gemeinnützige Organisation, nicht Regierungscharakters, dann ist das Ziel vorgegeben. Zum Beispiel, Człowiek Disney will nur humanitäre Hilfe leisten und will keine weiteren Probleme haben. Er will erwählt Güter verteilen und das wird er weitere 30 Jahre machen. Aber die Christen, die praktisch dasselbe machen, sie schicken Pakete und leisten letzte Hilfe. Sie sagen sich aber bei dieser Arbeit, warum machen wir das? Wir sollten überhaupt nicht hier sein, weil dieser Ort sollte schon selbst längst alleine funktionieren und wir machen nichts anderes, als hier Hilfe zu verteilen. Die
Christen, die können sich den zeitweiligen Charakter des Geschehens vorstellen. Wir sind nicht wegen der humanitären Arbeit da. Wir müssen ein qualitativ hochwertiges Leben für alle garantieren. Und wenn die Art, wie wir die Hilfeleistung nicht gut ist, dann muss man damit Schluss machen und nach anderen Methoden suchen. Die Christen sind imstande, diese Arbeiten besser zu leisten, weil wichtiger ist als unsere Arbeit, die wir jetzt leisten, mit welcher Überzeugung wir das machen. Die populärste Person in Frankreich ist Abbé Pierre. Abbé Pierre hat nach dem Zweiten Weltkrieg seine Bewegung ins Leben gerufen. Der hat gesagt, mich interessieren nicht die Umfragen, wie sie machen. Der war immer Sieger und er hatte eine säkuläre Arbeit geleistet mit den Obdachlosen. Die Obdachlosen hat er als seinesgleichen betrachtet. Und seine Arbeit war wirklich schockierend am Anfang. Wir haben erst in den 60er Jahren in Europa begonnen. Er hat in Frankreich, das ist zwar auch Europa, aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg diese ersten Schritte gemacht. Auch in den islamischen Karitäten gelten dieselben Grundsätze. Was den Wohlstand anbelangt, dann müssen wir in der Tat über das Paradigma der Entwicklung neu überdenken. Wir wollen doch eine Gleichheit haben. Und das ist die Grundlage des Christentums. Wir müssen mit der Distribution beginnen. Aber was bedeutet das? Dass wir bescheidener leben werden. Weil wenn wir ein Zementwerk für 10 Minuten zum Beispiel starten, bedeutet das alles das, was wir mit den Sparglühbirnen leisten wollten, eigentlich zunichte wird. Und aus der Sicht der Ewigkeit möchte ich mich bei allen für diese spannende Debatte bedanken. Nur zu Peter etwas. Neben dem Gesagten in Bezug auf die christliche, nicht-christliche Arbeit kommt es mir völlig unwesentlich, worin die Arbeit der Christen besser ist als die der Nicht-Christen. Die Christen sollen auch den Kommissionen beitreten, damit auch auf der Ebene des Systems sich Änderungen ereignen können. Ich würde die christliche und säkuläre Sozialarbeit nicht so sehr unterscheiden, aber es ist ein Thema zum Weiterdenken. Ich danke Ihnen allen und wir haben 20 Minuten Pause zu öffnen.